Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Return to Monkey Island. Ich dachte, das oben wäre jetzt vielleicht irgendwas, was wir machen könnten. Aber passt schon. Ja, wir sind auf dem Weg nach Monkey Island. Wir haben schon die Karte, die wir brauchen, um das Geheimnis nach Monkey Island zu finden. Von Monkey Island zu finden. Wir müssen jetzt nur noch diese Crew überzeugen, dass er auch nach Monkey Island fährt. Dann schießt man Murray rüber, die kriegen das Ding. Fahren nach Monkey Island und wir folgen ihnen einfach. Problem an der Sache, wir sind zwar dann auf Monkey Island, aber LeChuck auch. Von daher bin ich nicht ganz so sicher, ob dieser Plan wirklich so ganz so durchdacht ist, aber na gut. Aber wir müssen eh noch die Leute mal überzeugen, nach Monkey Island zu kommen. Also, Putra. Chefköchin Putra. Bitte nenn mich Chefköchin. Alle tun das. Ach ja? Nein, nie. Aber das sollten sie. Wie kommt es, dass dich die Leute nicht Chefköchin nennen? Weil sie ein Haufen langweiliger Tölpel sind, die ein gutes Essen nicht erkennen würden, wenn es ihnen im Mund explodiert. Was übrigens oft der Fall ist, wenn man es richtig zubereitet. Oder falsch. Aber das liegt vor allem daran, dass ich eigentlich eine Köchin bin. Keine Chefköchin. Es ist eine Berufsbezeichnung. Ja, okay. Ein Chefkoch ist dann Rang höher? Ein Chefkoch ist also Rang höher als ein Koch? Ja, natürlich bin ich auf einem Schiff dieser Größe immer noch die Einzige, die Essen zubereitet. Also bedeutet dieser Teil nichts. Es geht nur um Anerkennung. Ein Chefkoch ist also besser als ein Koch? Nicht unbedingt. Ich meine, ein guter Koch macht besseres Essen als ein lausiger Chefkoch. Aber als Koch geht es vor allem um die Beherrschung von Materialien und Techniken, während ein Chefkoch Kunstfertigkeit, Improvisation und Innovation einbringt. Jeder, der meinen gekochten Angelfisch und meine Haggis-Knödel probiert hat, sollte mir zustimmen, dass ich diesen Titel verdient habe. Bekommt ein Chefkoch mehr Geld als ein Koch? Ha! Ich meine ja, aber auf diesem Schiff nicht genug, um einen Unterschied zu machen. Es geht um das Prinzip. Na gut. Hast du versucht, eine Beförderung zu bekommen? Nur etwa ein Dutzend Mal. Ich habe den schriftlichen Antrag mit Fallstudien und einer Kosten-Nutzen-Analyse stets parat. Daran ist absolut nichts auszusetzen. Aber LeChuck weigert sich, ihn zu unterschreiben. Management. Ja. Dann weiß ich auch schon, wie wir das Ding hier machen können. Was genau ist brennendes Alaska? Stell dir ein Dessert vor, das wie eine riesige beinlose Qualle geformt ist. Mit einer Textur wie Eiscreme, die in Schaumstoff eingewickelt ist. Und das dein Gesicht in Brand setzt, wenn du es isst. Ha. Appetitlich. Nicht wirklich. Kanntest du Gullet gut? Klar. Er und ich waren die einzigen Zombies in der Mannschaft, bis du aufgetaucht bist. Und wie wurdest du ein Zombie? Wie wurdest du ein Zombie? Oh, auf die übliche Weise. Damals war ich an der Kochschule. Zuerst dachte ich, ich hätte eine allergische Reaktion auf Erdbeeren. Was ist mit dir? Ich? Ein anderer Zombie hat mich gebissen, während er versucht hat, mein Gehirn zu essen. Natürlich. Ein Biss? Dieses Ammärchen? Wenn du es mir nicht sagen wolltest, hättest du es einfach sagen sollen. Manchmal vergesse ich, dass ich ein Zombie bin. Ich nicht. Jedes Mal, wenn ich versuche, einen anständigen Kochjob in einem Restaurant oder einem schicken Herrenhaus zu bekommen, sagen sie, ich sei zu grün hinter den Ohren und tun so, als würden sie über die Erfahrung sprechen. Aber ich weiß, was sie meinen. Zombies brauchen sich nicht zu bewerben. Wir wollen nicht, dass sie in der Nähe des Essens vor sich hin verrotten. Solche Erfahrungen musst du doch auch haben. Ja, gerne essen ist wohl definitiv nur ein Klischee. Mein Bridge Club hat mich verstoßen. Unglaublich. Ich weiß, es ist empörend. Nein, ich meine, du kommst dir einfach nicht wie ein Bridge-Spieler vor. Wie war Gullet? Nun, du wirst bemerkt haben, dass er ein kleiner Tyrann war. Überhaupt nicht. Er hatte nicht viel Macht oder Kontrolle in seinem Leben und das verunsicherte ihn. Also kompensierte er das, indem er herrschsüchtig, bösartig und grausam war, wann immer er die Gelegenheit dazu hatte. Was du nicht sagst.
Aber er hat auch seine guten Seiten. Er hat Gedichte geschrieben. Niemand sonst weiß das. Er hat es geheim gehalten. Er hatte immer Angst, dass jemand seine Ideen klauen würde. Nicht, dass das jemand getan hätte. Seine Gedichte waren totaler Müll. Wie auch immer. Ich nehme an, du weißt nicht, wie man brennendes Alaska macht? Natürlich kann ich brennendes Alaska machen. Aber das werde ich nicht tun. Warum nicht? Für brennendes Alaska braucht man einen guten Chefkoch. Offensichtlich bin ich immer noch nur eine Köchin. Ich verstehe. Ja, okay. Wir müssen es also zur Chefköchin machen, damit so brennendes Alaska macht. Damit wir ihn überzeugen können, damit wir das Buch kriegen, um den anderen zu überzeugen. Ich möchte versuchen, dich bezüglich der Abstimmung über Monkey Island umzustimmen. Spar dir deinen Atem. Ich bin unüberredbar. Es gibt nur eine Meinung, auf die ich Wert lege. Und das ist die von Iron Rose, der klügsten Person auf dem Schiff. Zweitklügste. Jetzt, wo du es erwähnst, fällt mir ein, dass ich erst letzte Woche gesagt habe, dass ich immer mit Rose stimmen würde. Also werde ich das auch in diesem Fall tun. Wie auch immer Rose abstimmt, so werde ich auch abstimmen. Danke, dass du mich daran erinnert hast. Oh. Okay, wenn wir Rose umstimmen können, dann wäre sie auf jeden Fall auch mit dabei. Bist du sicher, dass ich dich in der Monkey Island-Frage nicht umstimmen kann? Ja, ich stimme so, wie Rose stimmt. Okay. Ich überlasse dich wieder dem Kochen. Ja. So, dann schauen wir uns das mal an. Pewter hat ein überzeugendes Argument für eine Beförderung. Wir helfen bei der Beförderung natürlich. Warum schaue ich nicht mal, ob ich mit deiner Beförderung weiterkomme? Ich glaube, LeChuck mag mich. Klar, mach dich nur lustig. Wenigstens werden wir alle etwas Unterhaltung daraus ziehen. Was auch wieder den anderen zugute kommen würde. So. Aber bevor wir das machen, reden wir noch mit Flair Gorry. Flair? Ach, was ist? Woran arbeitest du da? Es ist die Titelmelodie für LeChuck. Ich entwerfe gerade eine Melodie. Ich bin mit den ersten beiden Noten zufrieden. Sie sind beide okay. Die Wiederholung unterstreicht LeChucks unnachgiebige Art, sein verbissenes Verfolgen seiner Ziele. Eine Eigenschaft, die ich bewundere. Ich arbeite noch an den anderen Noten. Mein Ziel sind insgesamt 7. Ich hoffe, dass ich eine übermäßige Quarte einbauen kann, damit es dämonisch klingt. Klar, klar, ich verstehe das vollkommen. Du musst doch sicher schrubben, oder, Schrubbi? Wenn sie da eine Titelmelodie hat, könnte man vielleicht Iron Rose überzeugen, weil sie dann weiß, dieses, was sie an LeChuck gefunden hat oder so irgendwie. Verzeih mir, aber mir ist nicht klar, was genau deine Aufgabe auf diesem Schiff ist. Ich bin der zweite Mat, Bootsfrau, Kanonierin, Schiffsärztin und Komponistin. Und ich mache die Wäsche. Wow, lass uns anderen ein bisschen was übrig, ja? Bist du hinter meinen Jobs her? Besser nicht. Ich brauche das Geld. Ich spare auf etwas. Auf was dann? Wofür sparst du? Das geht dich nichts an, Schrubbi. Na, dann nicht. Wie steht es um die Titelmelodie? Mit weniger Unterbrechungen würde es viel besser laufen. Flair? Was willst du? Können wir über dein Votum für die Reise nach Monkey Island sprechen? Nein. Ach, komm schon. Es muss doch etwas geben, was ich für dich tun kann. Etwas, das du willst. Nichts, was du mir geben kannst. Versuch's doch mal. Okay, gut. Heute Morgen habe ich das Wahlmesser meiner Großmutter verloren. Es war ein wunderschönes Erbstück. Ich habe es sehr geschätzt. Und jetzt ist es weg. Bring mir das Messer und ich stimme für deinen dummen Plan. Toll. Kannst du mir sagen, wo und wann du es zuletzt gesehen hast? Es ragte aus Gullets Rücken, gleich nachdem ich ihn damit erstochen hatte. Wahrscheinlich ist es noch da. LeChuck hat Gullet über Bord geworfen. Jep, Pech für dich, Schrubbi. Und für mich, schätze ich. Und jetzt hau ab, ich bin beschäftigt. Du willst nicht zufälligerweise unser Messer hier, oder? Netter Versuch, Schrubbi, aber das ist nicht mein Messer. Es ist nicht mal ein Wahlmesser. Ja, okay. Ich könnte mir aber vorstellen, dass wir runtergehen können, da wo es Ruder ist, dass da vielleicht irgendwie was jetzt ist. Aber wir gehen noch mal kurz zu LeChuck. Siehst du nicht, dass ich nachdenke? Mach es kurz, Schrubbi. Ja, wir haben hier einen Antrag.
Geht es wieder um eine Beförderung für Putra? Ich habe ihr schon 100-mal gesagt, dass ich das niemals unterschreiben werde. Noch eine Sache, Schrubbi. Jetzt, wo du der erste Schrubber bist, musst du den Schrubbi-Bericht ausfüllen. Nimm diesen Bericht, fülle ihn aus und gib ihn Iron Rose, damit sie ihn unterzeichnet. Manche sagen, dass es der Grog ist, der ein Piratenschiff am Laufen hält. Das ist es nicht. Es ist der Papierkram. Ja, der gute alte Papierkram. So, was haben wir denn da gekriegt? Ja, jetzt hat Bericht des ersten Schrubbers. Bericht des ersten Schrubbers, Missstände auf dem Schiff protokollieren. Von Rose unterschreiben lassen. Kann man da irgendwie die... Putras Beförderungsantrag in meinem Schrubbi-Bericht zu verstecken, wird nichts bringen. Putra muss ihren Antrag von LeChuck selbst genehmigen lassen, nicht von der Quartiermeisterin. Ja, okay. War jedenfalls ein, Versuch wert. Das ist ein... So, wir gehen jetzt nochmal kurz raus. Gehen mal nach hier unten. Ach, guck mal, wen wir da haben. Das dachte ich mir doch. Du! Ich muss sagen, ich dachte, du wärst für immer weg. Ich hatte sogar eine nicht geringe Freude daran. Es braucht mehr als ein Bad, um den alten Gullet loszuwerden. Jetzt zieh mich hier raus, bevor ich dich an deinen eigenen Eingeweiden aufhänge, Schrubbi! Das heißt jetzt erster Schrubber. Was? Ich? LeChuck hat mir deinen Job gegeben. Dir? Ja. Unwahrscheinlich. Ich bevorzuge eine Managementrolle. Weniger Schmarotzen, mehr Faulenzen. Ich werde deine Bauchspeicheldrüse meiner Ratte als Kissen geben. Ich bin der Einzige, der weiß, dass du hier unten bist. Stimmt nicht. Ich weiß, dass ich hier unten bin, oder? Ich schätze, da hast du recht. Ha! Wenn ich dich hier lasse, glaubst du, du kannst dich befreien? Natürlich nicht. Glaubst du, ich habe es nicht schon versucht? Es ist eine Frage von Hebelwirkung. Damit meine ich, dass ich einen Hebel nehme und dir damit auf den Kopf haue, wenn du mich nicht sofort hier rausholst. Warum sollten wir das machen? Sobald wir in See stechen, wirst du wahrscheinlich vom Ruder zu Brei zerquetscht. Warum sagst du das? Falls du dir Sorgen machst, dass du lange festsitzen könntest. Wenn ich dich in die Finger kriege, werde ich deine beiden Beine essen, sie auskotzen und noch einmal essen. Es wäre also klug von mir, dir diese Gelegenheit nicht zu geben. Ja, das habe ich auch gedacht. Du solltest vielleicht einen freundlicheren Ton anschlagen. Das ist mein freundlicher Ton, du plappernder Haufen Exkremente. Ich kann 10 Minuten lang die Luft anhalten. Und du? Nun, technisch gesehen muss ich gar nicht atmen. Aber es ist ein Reflex, nicht wahr? Ich kann nicht wirklich aufhören, es zu tun. Und es fühlt sich die ganze Zeit an, als würde man ertrinken. Also hol mich sofort hier raus, du kolossaler Trottel! War nett, mit dir zu reden, Gullet. Was meinst du damit, war nett, mit dir zu reden? Oh, das meine ich natürlich nicht wörtlich. Ich beende nur höflich unser Gespräch. Warte, nein. Hol mich hier raus, um Himmels Willen! Du Pavian, das wirst du mir büßen! Ah, da haben wir das Messer. Das ist das Walmesser von Flair Gorys Großmutter. Es ist eine Schönheit. Ja. Du Clown, das bringt doch nichts. Es hat mich nicht einmal gestört. Ja, aber wir wollen das Messer jemanden geben. So. Kommen wir jetzt auch hier wieder rein? Ja, das geht. Sehr schön. Dann müssen wir nicht das komplette Weg Dings gehen. Außenrum gehen. Guck mal, was wir da haben. Ich habe dein Messer gefunden. Das Messer meiner Großmutter. Danke, Schrubbi. Ich habe keine Ahnung, wie du das geschafft hast, aber ich denke, ein Deal ist ein Deal. Ich stimme für deinen dummen Plan. Dankeschön. Sehr schön. Dann fehlt jetzt nur noch die Titelmusik von dir, glaube ich. Flair? Was willst du? Wie kam es, dass du Gullet erstochen hast? Er hat zu viele Fragen gestellt. Wie viele Fragen hat er gestellt? Eine. Hohohoho. Flair? Sehr viele Fragen. Wie steht es um die Titelmelodie? Mit weniger Unterbrechungen würde es viel besser laufen.
Ja, okay. Dann lassen wir das erstmal jetzt so da stehen, wie es ist. Wir geben dir mal den Zettel zum Unterschreiben. Das wird wahrscheinlich nicht gehen, weil nichts drin steht. Beziehungsweise muss ich den vielleicht noch ausfüllen. Das scheint gefährlich zu sein. Ich zeige es lieber Iron Rose, so wie ich es tun soll. Ja, okay. Könntest du diesen Bericht bitte unterschreiben? Das sieht nicht vollständig aus. Ich bin sicher, dass du noch mehr finden kannst, was auf diesem Schiff nicht stimmt. Okay. Ja, okay. Können wir aber diesen Ding unterschreiben? Ich glaube nicht, dass ich seine Unterschrift imitieren könnte. Sie ist ziemlich unverwechselbar. Ja, gut. Okay, Missstände. Wir könnten den Kessel, dass er leer ist, als Missstand aufführen. Ja, okay. Das da könnte ich ausführen. Als Missstand. Eine Schande. Genau. Außerdem habe ich da noch ein oder zwei andere Ideen, was wir machen könnten. Und zwar das hier könnten wir als Missstand ausführen. Das ist eklig. Und eine Rutschgefahr. Genau. Außerdem, Moment, wir füttern dich nochmal. Wahrscheinlich müssen wir jetzt nochmal kurz rausgehen und reingehen, oder? Genau. Das können wir bestimmt auch aufführen. Ich bin mir nicht sicher, ob das Ektoplasma ist. Uah. So, was haben wir denn jetzt alles? Hoppala. So, Trankfleck auf den Oberdeck, schmieriges Bullauge, Geisterhühnermist im Laderaum. Das heißt, uns fehlen noch zwei Stück hier, um das fertig auszufüllen. Hm. Was könnten wir da noch ausführen? Was haben wir denn noch alles? Aha, die Geisterratte, dass wir Ratten auf dem Boot haben. Geisterratten, Igitt. So, fehlt nur noch eine Sache. Irgendwas vielleicht in der Küche, weil da sieht ja auch alles ein bisschen ürg aus. Es würde ewig dauern, das hier alles aufzulisten. Also mache ich einfach einen pauschalen Eintrag für die ganze Kombüse. Das war's. Ich habe meinen Bericht fertig. Ich sollte ihn Iron Rose. Okay, dann geben wir einen Iron Rose. Und schauen mal, was passiert. Könntest du diesen Bericht bitte unterschreiben? Ja, sehr gründlich. Siehst du, ich bin gut in meinem Job. So weit würde ich nicht gehen. Hier, ich habe noch einen Haufen anderer Berichte, die der Captain unterschreiben muss. Warum nimmst du ihm nicht den ganzen Stapel? Ah ja, und da schmeißen wir jetzt diesen Antrag drunter. So. Und lassen ihn unterschreiben. Haha. Was? Papiere. Papierkram? Okay, her damit. Alles gestempelt. Jetzt lass mir bitte etwas Ruhe und Frieden. Sehr schön. Wir gehen dann wieder mal. So. Abgestempelte Briefe über... Es ist ein Stapel Papiere, die von LeChuck gestempelt wurden. Es ist der Beförderungsantrag von Chefköchin Putra, der von LeChuck abgestempelt wurde. Sehr schön. Ach, LeChuck, auf dich ist halt Verlass. Guck mal, was wir da haben. Gute Nachrichten, Chefköchin Putra. Du wurdest offiziell befördert. Mhm. Ich bin Chefköchin! Chefköchin Putra! Danke, Shobi. Du bist fantastisch. Ich schulde dir was. Erster Schrubber. Also, Chefköchin. Jetzt, wo du Chefköchin bist, würdest du mir brennendes Alaska zubereiten? Natürlich. Ich muss dich allerdings warnen. Es wird nicht sehr scharf sein.
Das wird schon gehen. Du würdest die vollwertige Version sowieso nicht mögen. Wahrscheinlich müssen wir da noch irgendwas auffüllen. Manche Chefköche verwenden heutzutage Schuppen aus der Dose. Aber ich würde nie eine derartige Abkürzung nehmen. Brennendes Alaska, extra mild. Danke. Das dürfte Ihnen aber nicht gefallen. Leicht wie Seeschaum. So, kann man das noch irgendwie... Ja, ich gib's ihn mal, aber ich denke, das wird nicht lang. Da müssen wir wahrscheinlich den Pfeffer noch auffüllen. Hätte ich gesagt. So, probieren wir es einfach mal aus. Ich musste ein paar Gefallen einfordern, aber ich habe es geschafft, dir das zu besorgen. Ach, nimm diese Monstrosität weg. Ihre Fadheit beleidigt mich schon aus der Ferne. Brennendes Alaska muss wie ein heißer Schürhaken auf der Zunge sein. Ist es weg? Nee, ist noch da. Könnte ich das mit dieser glühenden Ding hier benutzen? Das klingt vielversprechend, ist aber unpraktisch zum Mitnehmen. Ja, okay, dann nicht. Okay, dann müssen wir mal schauen, wie wir das Ding noch ein bisschen frisieren können. Also, Chefköchin. Ja, okay, da ist nichts drin. Kochen. Ja. Wahrscheinlich müssen wir das mit dem Pfeffer dann benutzen. Die Frage ist nur, wie können wir dieses Pfeffer-Ding machen? Falls es überhaupt damit zu tun hat. Ja, gut. Da überlege ich mir noch was, ob wir da irgendwie was machen können. Aber das Ganze erst in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut und tschüss.